So, herzlich willkommen zu einem neuen TR Minecraft Part. So, diese Woche bin ich dann wohl mal dran. Hab ja bisher nicht wirklich viele Let's Plays gemacht, aber wird das sozusagen in Anführungsstrichen mein erstes Mal sein. So, dann wollen wir auch mal sehen, was die anderen Idioten hier bisher so fabriziert haben. Haben wir Gold, ein bisschen Eisen, ja, ist schon mal ganz gut. So, hier unten haben wir wohl schon mal, hat wohl jemand schon versucht, einen Keller auszuheben. Zugegeben, ich habe mir die anderen Videos nicht angesehen, also von daher weiß ich nicht, wer es war. Ich vermute, dass hier soll mal irgendwann mit Cleanstone losgekleidet werden. Ich wollte mir ja keinen schlechten vorherigen Eindruck machen. So, wow, au, yeah, geile Sache. So fängt man ein Let's Play an. Egal, auf jeden Fall. So, dann wollen wir uns erstmal, doch, wir wollen jetzt mal raus. Raus, 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 schnell. Spiele ich überhaupt auf? Ja, okay, ich spiele auf Fahrt. Dann ist ja alles gegessen. Oh, welcher intelligente Mensch hat denn da Licht bei den Pilzen hingesetzt? Ist mal wieder vollkommen eine Schuhe. Naja, gut. Dann sollen die Pilze wohl nicht wachsen. Okay. Ah, die Höhle ist ja nicht wirklich weit erkundet. Wollen wir mal sehen. Das Einzige, was ich bisher von dieser Welt weiß, ist, dass es bisher wohl keine Schafe gefunden haben. Beziehungsweise scheinbar noch nicht genug Wolle haben für die Welt. Stimmt das denn? Ja, das stimmt. Okay. Dann würde ich sagen, mache ich mich mal auf die Suche nach ein paar wolligen Schafen. So, das war ja schon mal wieder ganz toll. Das war auch schon unsere erste Unterbrechung, dank meinem Bruder, der hier einfach mal so eben so in die Aufnahme reingeplatzt ist. Aber, nein, das kann ja nicht immer alles perfekt laufen. Dann würde ich sagen, holen wir uns erstmal hier ein paar geile Vögelchen. Wir brauchen ja die Pfeile, zumindest ich. Denn ich will mir auf jeden Fall später schön viele Pfeile machen, um mal schön auf Monsterjagd zu gehen. Und ich denke mal... doch, jetzt geht's. Jetzt geben mir die Vögel endlich mal wieder Fehler. So, was haben wir denn hier so Schönes? Ja, da haben wir Wasser, das habe ich jetzt schon ganz toll bewiesen. So, da hinten ist die dicke Bärte. So, perfekt. Schon den ersten geilen Bogenschützen, dann wollen wir doch mal gucken, ob ich das hier genauso drauf habe wie in meinem normalen Spielstand. Zugegeben, ich verbessere meinem normalen Spielstand die Waffen, aber ach komm, wie schwer kann es schon werden? Und dann haben wir auch noch einen Creeper. Ja, dann kümmern wir uns das mit Creeper. So, das läuft doch schon mal ganz gut. Und der Bogenschütze ist auch noch auf die Fresse. Komm her, du Arsch. So, haben wir irgendwas vergessen? Ja, den Zombie haben wir vergessen. Komm mal her, mein Freund. Monster Skill. So, unten. Sollen wir das wagen? Nee, lieber nicht. Obwohl, doch, scheiß drauf. Puh, das war zugegebenermaßen schon irgendwie etwas. So, ich sterbe und gib mir dann vergammeltes Fleisch. Aber was mache ich leckeres Essen für die Schulkantine? Hm? Wir brauchen was zu essen, wahrscheinlich geht das nicht mehr. Mmh, lecker, rohes Hähnchen. Schmackhaft bis zum Schluss. Da sehe ich Licht am Horizont. Und drei Creeper, aber die wahrscheinlich.
wäre vielleicht ein bisschen blöd, aber naja, gut. Hier, keine Chance. So, Anton hat mir erzählt, er hätte hier irgendwo noch eine Höhle gefunden, die er noch nicht wirklich weit erkundet hat. Aber ich vermute mal, das war die Höhle, in die wir am Anfang fast reingefallen wären. Da werden wir uns auf jeden Fall gleich auch noch rumbegeben. Aber ich habe mal vor, wenn ich mich noch raus weiterbaue. Das sieht ja doch immer noch ein bisschen. Ja, unfertig aus. Nennen wir es mal so. Obwohl zugegeben, das Haus ist nicht schlecht. Und so. Ich weiß zwar nicht, was wir bisher so alles erreicht haben, großartig, aber wir haben zumindest mal ein Haus. Das ist doch schon ein Fortschritt irgendwie. Hui. Da hat aber wohl einer die Schnauze voll. Hier. Können wir uns gleich mal hier ein bisschen Erde gammeln gehen, weil die auch so unglaublich wichtig ist. Oh, schön. Zugegeben, nette Karte haben wir ja schon irgendwie. Dann wollen wir mal unten zu den Creepern gehen. Was sagen die denn jetzt wieder? Finden sie zum Sterben schön. Da kommen noch einer. Dann kommen wir alle her. Du, du und du. Perfekt. Gib mir euer Schwarzpulver. Schön, deine Scheißbogenschützen. Nee, wir legen es aber nicht drauf an. Ah, da oben ist noch ein Creeper, ne? Ist doch schön. Schwarzpulver, ja, dann ist so besser. Ja, so viel zu dem Thema. Naja, gut. Dann gibt's mal wieder geile Erde. Ich glaube, wenn wir da oben über diesen Berg rüberlaufen, müssten wir, glaube ich, direkt wieder dorthin kommen, wo wir gestartet sind. Zurück zu unserem Haus. Will ich zumindest mal laufen. Ansonsten habe ich mich jetzt schon verirrt und das wäre kein wirklich toller Start ins Let's Play. Hm. Ach du Scheiße, okay, da komme ich nicht runter. Dann suchen wir uns unten den Weg zu unserem Haus. Ganz sachte runter. Ja, das wird nix. Ah, da hinten sehe ich doch schon ein paar schöne Dreckklötzchen. Ach, will mich eigentlich die ganze Karte irgendwie verarschen oder so? Mann! Ich weiß schon, wie die Folge heißt, der Gott des Todes. Unten steht er. Du Arsch. Oh, wir sind schon wieder hier halb alles am Verhungern und. Oh, das ist ja schon wieder hier gar nicht schön. Bertha. Was ist denn da? So, jetzt muss ich mich doch ein bisschen beeilen, hier nach Hause zu kommen. Ich bin nämlich hier schon wieder so fast im Verhungern. Das ist ja schon da hier gar nicht schön. Eieiei. Schnell. Wie ich sehe, hat sich Antons weise Vorhersage tatsächlich irgendwie bewahrt. Wir haben keine verkackten Scheiß-Schafe auf dieser Welt. Naja gut, dann halt nicht fürs Erste. Die Schafe bekommen noch von mir zu hören. Doch, ich will mal nicht vergessen, das ist schön. Würde ich sagen, machen wir mal so. Solange die Nacht tobt. Machen wir einfach mal den Keller ein bisschen aus. Cleanstone. So lange dann kommt mir so die Vermutung, ich hätte mir vielleicht mal die Parts ansehen sollen, damit ich wüsste, was der hier vorhat. Ich habe vielleicht will er ja hier auch eine Mine reinbauen, ich weiß es nicht. Kann ja immer hier. Naja, komm, machen wir hier zu. So, perfekt. Oh, was stand denn da in unserer Türe?
Oh oh. Jetzt gibt es hier doch irgendwie ein bisschen Stress. Nur um sicher zu gehen. So, was haben wir hier? Ach, 25 Eisen, 16 Gold. Jetzt sind wir ja sogar schon halbwegs wohlhabend. So. Oh, hier ist mir, irgendwie hier alles hier so viel zu ungeordnet irgendwie. Ich weiß nicht. Das mag ich nicht. Ich meine, ich bin zwar jetzt nicht unbedingt so der Ordnungsfreak in Minecraft, wie so gewisse andere Leute aus dem TRS-Channel. Nichts gegen Anton, aber trotzdem. Aber irgendwie ist mir das hier doch ein bisschen zu ungeordnet. Also einfach alles in die Kisten damit. Alles weg. Perfekt. Jetzt haben wir noch Ordnung. Ordnung. Davon ein bisschen was. So, brauchen wir mal eine Eisenhacke und dann holen wir uns erstmal ein bisschen Cobblestone und machen mal hier ein bisschen Boden. Oh, charmant, wie immer. Dann würde ich sagen... Das ist nämlich das Erste, was ich immer in meinen Minecraft-Singleplayer-Welt mache. Ich hole mir immer erstmal Minen. Ich bin immer schön flexibel. Und wenn man mal was braucht, haust du mal schnell ab in die Minen und dann hast du es auch schon. Oh Mann, jetzt habe schon wieder die Schaufel vergessen. Naja, egal. So, Schaufel. Na, damit kommen wir nicht weit, aber nicht gut. Hat sich ja sogar schon gelohnt. Cool, yeah. Och, Mann, das soll was ja wohl jetzt nicht wahr hier. Dann fällt unser Ausflug schon ins Wasser. Ha, 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 wie witzig. Mann! Nur minderwertige China-Produkte haben die hier. Das ist unglaublich. Das hat uns schon alles verbraucht. Oh! Ach, das sieht der Soundtrack. So, da werde ich mir schon bestimmt noch mal irgendwann was Gutes einfallen lassen, wie ich da runterkomme. Aber nicht jetzt, nein. Ich habe das Gefühl, das wird ziemlich tot enden, aber naja. Da geht es schon verdammt tief runter. Wenn wir das nicht packen, dann haben wir schon ein echtes Problem. Hätte ja funktioniert. Gut, dann Plan B. Sand. Ich will ja immer meine Schule einfassen. Ah ja, genau. Ich hab da drunter jetzt Leiter gefasst. Das war ja wirklich super. Hier war der Anfang ja wohl schon mal drin. Oh, nee, schon wieder, nicht schon. Ach, nö.